Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin heute wieder in einem meiner Lieblingsauwälder unterwegs, hier im schönen Altmütroll. Schaut mal diese wunderschönen Felsformationen hier auch an. Ja, heute ist der 6. Januar, es ist kalt. Sie haben heute auch noch ein bisschen Regen angesagt. Und nächste Woche soll es so richtig, richtig kalt werden. Also minus 14 Grad, übernächste Woche sogar minus 20 Grad bei uns. Das heißt, ich muss noch mal raus und meine Stellen checken, was so die Judasohren angeht und auch die Auslandseitlinge, vielleicht Samtfußrüblinge und vielleicht gibt es auch schon ein paar Prachtbecherlinge. Mal schauen. Ich würde euch gerne wieder ein Stückchen mitnehmen. Let's go! An dieser Stelle hier wachsen immer ganz zuverlässig Judasohren. Und zwar, das ist ganz, ganz frisches Wachstum. Und es hat ja letzte Woche richtig schön geregnet und die Temperaturen haben auch gepasst. Also legen die hier jetzt nochmal richtig los. Die nehme ich mir jetzt mit. Und dann schaue ich mal, dass ich die zu trocknen bekomme. Und dadurch, dass es jetzt richtig kalt ist, und so, ja, um die 0 Grad haben wir, ja, ein bisschen weniger, vielleicht sogar eine ganz, ganz hohe Luftfeuchtigkeit, ist hier auch wieder das Haareis am Start. Schaut mal, diese wunderschönen, leuchtenden, roten Prachtbecherlinge. Ist es nicht eine wunderschöne Farbe hier? Die leuchten so richtig raus mit ihrem kräftigen Rot. Wunderschön. Da freue ich mich. Ja, welche Prachtbecherlinge das genau sind, kann ich euch nicht sagen. Es gibt ja drei verschiedene Arten, die kann man aber nur mikroskopisch unterscheiden. Ich gehe jetzt einfach mal vom österreichischen Prachtbecherling aus. Und ja, aber schaut so schön intensiv rot zu der Jahreszeit. Der Wahnsinn. Auch hier zeigt sich nochmal das Haareis zusammen mit dem warzigen Drüsling. Ja, meine Kamera macht es noch nicht so ganz mit hier. Also ich muss dazu sagen, ich habe ein neues Handy bekommen zu Weihnachten von meinem Freund. Und da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also verzeiht mir bitte ein paar Ruckler, ein paar Wackler. Und wenn es ein bisschen unscharf ist, da muss ich mich nochmal näher damit beschäftigen. Ja, hier der warzige Drüsling umschließt hier das ganze Substrat von diesem alten, abgestorbenen Ast. Also auch ein wunderschöner Pilz zu dieser Jahreszeit. Hier auf diesem alten Stumpf, ich gehe jetzt mal von einer alten Buche aus, wachsen gelbstielige Muschelseitlinge. Die sind hier schon ein bisschen älter, aber wir können dann mal einen rausnehmen. Hier ist ein großes Exemplar, schauen wir uns den mal an. Unten an. Ja, da sieht man das. Also diesen deutlichen warmen Farben im Vergleich zu dem Auslandseitling sind doch die Farben viel, viel wärmer. Und man sieht auch, dass die Lamellen unten direkt am Stiel aufhören. Der wirkt auch so ein bisschen gelb. Das kann man nicht mehr ganz so gut erkennen. Der ist schon ein bisschen alt. Hier steht auch ganz viel Ahorn rum und ich denke einfach mal, das könnte hier eine langstielige Ahornholzkeule sein. Sicher bin ich mir da nicht. Wie gesagt, es könnten auch andere Holzkeulen sein, die vielgestaltige Holzkeule. Da bin ich noch nicht ganz so firm mit denen, aber auch wunderschön hier. Auch um diese Jahreszeit wachsen die geweihförmigen Holzkeulen. Und da sieht man auch wunderschöne Exemplare dieser Art. Sieht richtig geweihförmig hier aus, gell, wie die so wachsen. Auch hier an dem Hang, schaut mal, wunderschöne Prachtbecherlinge. Schaut dieses Rot an, das fasziniert mich so sehr. So eine intensive Farbe von denen. Und hier ist ein größeres Exemplar. Ja, von außen sind die immer so ein bisschen heller und haben so einen leichten Flaum immer drauf. Und von innen dieses intensive Rot, wunderschön. Schaut euch das an. Wahnsinn, oder? So schön. Ja, hier sieht man da diesen kleinen Stielansatz, der so aus diesem Totholz rauswächst. Das sind auch Folgezersetzer. Ganz, ganz typisch wachsen die hier. So schöne Farben. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was freigelegt. Da ist noch mal eine andere Prachtbecherling. Und hier drüben, da, schaut mal.
Da lugert schon so ein ganz kleiner nach raus. Der ist noch winzig. Aber auch schon so kräftig in der Farbe, gell? Könnt ihr sie erkennen? Hier überall am Hang stehen sie. Die Prachtbecherlinge, das sieht man schon von Weitem, dieses Rot rausleuchten, gell? Zwischen diesem Moos und dem Totholz hier leuchten die so richtig schön raus. Da war der größere. Ja, hier bin ich jetzt nochmal an meinem Stamm, wo ich vor, ich glaube vor Weihnachten war das, ja, da war doch alles voller Samtfußrüblinge. Ich habe auch ein paar stehen lassen, falls ihr euch daran erinnert. Die sind jetzt hier richtig groß gewachsen und es zeigt sich auch junges, frisches Wachstum. Da nehme ich mir ein paar mit. Da freue ich mich, dass die wieder gewachsen sind. Und hier unten, da waren auch noch ein paar Tintlinge unterwegs die letzten Tage. Und schaut mal hier. Da habe ich wieder was gefunden. Und zwar habe ich ja beim letzten Video gedacht, ich war mir nicht sicher, ob es Haselkleie-Bächelinge sind. Aber jetzt haben wir hier junges, frisches Wachstum. Und es sind tatsächlich Haselkleie-Bächerlinge. Ja, leider wachsen die auf der anderen Seite so weit unten. Die kann ich ganz schlecht filmen, weil ich kann den auch nicht drehen hier, diesen Stamm. Weil der ist noch angewachsen. Aber hier ganz typisch diese Form und diese Farbe von dem Haselkleie-Bächerling. Am selben Stamm ist hier noch mal junges Wachstum vom rotbraunen Zitterling. Also das ist auch der Haselstrauch und hier auch nochmal frisches Wachstum vom rotbraunen Zitterling und daneben haben wir alte Fruchtkörper, die sind etwas dunkler, die gehen Richtung Schwarz sogar schon. Da ist noch ein bisschen eingefroren hier. Der nächste Farbtupfer hier im Wald zeigt sich und zwar sind das wunderschöne Orange-Seitlinge. Ja, da sieht man dieses typische, die können oben so ein bisschen striegelig wirken. Ja, so einen Flaum haben die drauf und diese ganz typische, wunderschöne orangene Farbe. Schaut mal, wie schön die sind. Ja, wir haben auch frisches Wachstum hier, junges Wachstum und schon ein paar ältere Fruchtkörper. Aber diesen leuchtenden Farben, so schön sind die. Wieder ein Farbtupfer hier im Wald. Auch der goldgelbe Zitterling zeigt sich heute. Und da haben wir ein älteres Exemplar. Und wenn ihr unten drunter schaut, von unten, da kommen schon junge Fruchtkörper wieder. Ich beende jetzt hier meine Runde im Wald. Und überall zwitschert es schon hier. Es ist schon fast die Anmutung an Frühling. Aber es wird ja nächste Woche nochmal richtig kalt. Ob die Wettermodelle stimmen mit diesen unglaublichen Minusgraden, schauen wir mal, was die nächste Zeit so bringt, was der Wetterbericht dann noch sagt. Auf jeden Fall, es hat sich heute wieder gelohnt, im Wald zu gehen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Farbtupfer jetzt zu sehen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder hier im Wald. Tschüss.